Nach 25 Jahren verließ Hermann Gerland den FC Bayern im Sommer 2021. Diese Trennung lief offenbar nicht so reibungslos ab, wie bisher angenommen. Im Fußballtalk Doppelpass erklärt der Kulttrainer am Sonntagvormittag sein Bayern aus. Dabei offenbart er Probleme mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Es passiert, dass sich zwei Menschen nicht abkönnen, poltert er los und meint weiter, ich hatte mit Hasan Probleme. Der 68-Jährige habe demnach gemerkt, dass es nicht mehr richtig laufe. Es sei mehr erzählt als trainiert worden, so der langjährige Co- und Nachwuchscoach der Bayern. Ich würde sagen, das Mir-San-Mir-Gefühl ist anders, als es noch vor 10 Jahren war. Ich habe mich da nicht mehr gesehen, begründet Gerland seinen Bayern-Abschied.